Platz. Da ist der Regen jetzt in Schneefall übergegangen und so langsam wird es hier ganz schick weiß. Regen und Schneefall, die dauern im Süden Österreichs noch bis etwa 7, 8 am Vormittag an. Dann werden sie rasch schwächer und auch seltener tagsüber. Dann bleibt es im Süden Österreichs heute meist bewölkt. Die größten Chancen auf Sonnenschein haben sie eindeutig bei der Nordsee und im Osten Österreichs am Vormittag, vor allem in Vorarlberg und Nordtirol. Nach Innsbruck zunächst noch der Hochnebel, der sich untertags im Aufwärts und auch hier wird es dann sonniger. Heute minus 1 bis plus 5 Grad bis zu 7 Grad Daumen dort in Ober- und Niederösterreich. Jürgen Fahringer. Ö3 Schlagzeilen. Klimaschutzministerin Giebesler ist gegen schärfere Gesetze gegen Klimakleber, wie sie zuletzt etwa aus der ÖVP gefordert worden sind. Wegen Giebesler die bestehenden Gesetze ausreichen. Russland startet heute ein Luftwaffenmanöver in benachbarten Belarus und im Westen nähert das Befürchtung an. Da war es wieder gleich erschrocken. Die russische Lukaschenko einsteigen könnte. Belarus beginnt das Weltwirtschaftsforum beim alljährlichen Treffen in den Schweizer Alpen. Es sind mehr als 2.500 politische Wirtschaftsexperten, Unternehmenschefs aus aller Welt dabei, auch Dutzende Staats- und Regierungschefs. In der Schlagzeile es ist unser Anlass. Österreich.
aus hier. Hola, hola, verte.
Der passt drum. Also da raus, oder? Ich hab mal kein paar Durfühler, du. Der kriegt nachher leider ist das selber von den Auspuff im Arm abgegassen. Man kennt gerade den ausgebüllten die 4 Grad fahren, nicht, du. Jetzt weiß ich nicht. Aha. Das war jetzt der Strom. Super. Aber hast du da her, dein Quartier, oder? Der ist ja eigentlich eh wurscht. Hat er so den Gefängnis.
Zeit.